Ja, hier spricht er wieder, euer Burgelkatt. Ich bin hier auf der Karte Himmelsdorf unterwegs. Das ist ein Standardgefecht. Es gibt eine Arti pro Team und ich fahre meinen japanischen Typ 5 Chiri-Panzer. Das ist ein Medium-Panzer der Japaner und zwar der Tierstufe 7. Ja, was gibt's zu ihm zu sagen? Ich habe hier die Endkanone verbaut. Das ist eine 7,5 cm Kanone. Und zwar mit einem Magazin, sprich Ladeautomatik. Und die Kanone ist recht präzise, macht auf Entfernung auch guten Durchschlag. Bloß es fehlt ihr etwas an Schaden. Naja, dafür, wenn das Magazin voll ist, kann ich in kurzer Zeit dann halt 3 Granaten rausdonnern. Ja, als Medium sehe ich ihn nicht so richtig, weil er ist einfach zu langsam, zu groß, nicht wendig genug und ja, für die erste Reihe, sag ich mal, taugt er eigentlich nicht so, wie man das sich für einen Medium sich vorstellt. Er ist mehr ein Supporter, sprich Unterstützer. Ja. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Das ist noch mal gut gegangen. Da habe ich gerade die Luft angehalten. Ihr seht die Problematik. Wenn man dann trifft, macht man so 100, 120 Maximum an Schaden. Das ist nicht die Welt. Selbst wenn man 3 Granaten auf den Gegner abfeuert. Der ging voll durch ihre Panzerung. Also, wie gesagt, es fehlt der Kiste irgendwie ein klein wenig an Durchschlag. Ja, Magazin vollladen und uns zur Verteidigung einrichten gegenüber einem AMX-12-Tonner. Wir können es ja auch noch versuchen, den anzugehen, aber... Der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Da hoffen wir mal, dass wir da nochmal ein, zwei Magazine rausjagen können. Weil er hat Munition ohne Ende mit, aber man muss ja auch die Gelegenheit finden, ihn beim Gegner anzubringen hier bei einem Stadtkampf, ohne selber zu platzen, weil Panzerung. Tja. Da gucken wir mal. Ich habe da mal eine Idee. Der T-37 hat die Idee, glaube ich, auch. Der will nämlich die feindliche Su von hinten angehen. Und das ist vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Magazin an den Feind bringen. Das könnte hier klappen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging nicht durch. Und ehrlich gesagt, ich habe gleich wieder fertig geladen. Und so ein Tiger, 3 Granaten, das könnte passen.
So. Ein, zwei, weg. Nachladen, sag ich mal, lieber. Upsa. Ja, will ich noch was abhaben, muss ich glaube auf den Hill rauf. Denn mir relativ 37. Ich wollte gerade 34 sagen, aber ist es ja nicht. Wenn der mir da was überlässt, aber ich sehe gerade, da sind sie gar nicht mehr drauf. Die zwei letzten verbliebenen Gegner sind ja schon unten. Ja, das ist jetzt hier eine kleine Jagd hinter den Gegnern hinterher. Jetzt aber. Geht doch, Vogelkat, geht doch. So, wieder ein Magazin vollladen und immer auf den Gegner. Und da haben wir doch ordentlich Damage gemacht, auch noch ein paar Kills fabriziert. Und gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Ehrlich gesagt habe ich nicht sowas erwartet. Hier in der Stadt mit der Kiste dachte ich, das geht schlecht für mich aus. Ja, Überlegenheitsabzeichen zweiter Klasse bekommen, Kämpfer, Duelland, Wirkungsfeuer und noch, kann ich gar nicht aussprechen, Najedin-Medaille, bestimmt falsch ausgesprochen, aber was soll's. Zerstören Sie alle gegnerischen leichten Panzer, mindestens drei im Laufe eines Gefechtes. Gut, wie sie genau ausgesprochen wird, müsst ihr mir verzeihen. Das kriege ich garantiert nicht hin. Und kommen wir jetzt zur weiteren Auswertung. 21 Schüsse abgegeben, 16 Treffer, 16 mal Wirkungstreffer. Schaden 1502 Punkte, über 300 Meter Entfernung waren davon 115. Ich habe 12 Treffer erhalten, davon waren 8 Wirkungstreffer, 4 haben nicht durchschlagen. Schaden abgewehrt durch Panzerung 150, 7 Gegner beschädigt, 5 vernichtet. Dank Premium habe ich hier 20.262 Credits Reingewinn. Ohne einen Premium-Account wären es 11.089 Credits Reingewinn. Ich habe hier erhalten 1.258 Erfahrungspunkte mit Belohnung für Auftragsabschluss dabei. Komme ich am Ende bei einem einfachen Gefecht hier auf 2.201 Erfahrungspunkt. Tja, da sehe ich gerade, kann ich auch noch ein paar Skills hier verteilen, Skins. Wie auch immer, das wird bei mir Waffenbrüder geben. Ich habe das ganz gerne, ehrlich gesagt, wenn die ersten Fähigkeiten bei mir immer Waffenbrüder ist. So, die kriege ich am schnellsten voll, die ersten. Und dann wird Waffenbrüder recht schnell aktiv. Der zweite an Zusatzausbildung braucht ja wieder mehr Zeit und mehr Punkte, so dass ich für mich selber entschieden habe, Waffenbrüder mache ich als erstes, das kriege ich am schnellsten hin und dann kriegt die Besatzung ja 5% auf alles im Grunde genommen, jeder wird 5% besser. Ja, bevor ich hier noch groß abschweife, sage ich mal, tschüss, euer Borgelkat.